Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Es weihnachtet noch immer an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag. Wir haben Montag, den 26. Dezember. Und wer von Weihnachten so langsam genug hat, der findet vielleicht den ein oder anderen Streaming-Tipp heute ganz passend. Es werden große Schlachten geschlagen, schaurige Vergangenheiten bearbeitet und natürlich gehört dann auch ein gepflegter Mord dazu, bei dem es dann doch nochmal ein bisschen weihnachtlich wird. Eigentlich wollten die Münchner Tatortkommissare Bartic und Leitmeier nur an einem Krimi-Dinner unter Kollegen teilnehmen. Bei dem vermeintlichen Spiel verschlägt es die Tischgesellschaft ins England der 1920er Jahre. Spielort ist das Herrenhaus Beckford Hall. Dort wird genau an Heiligabend Arthur, der Butler des Hauses, umgebracht. Nun sollen Bartic und Leitmeier als Partridge und Leitmeier den Mord aufklären. Zunächst versuchen sie von allen Anwesenden herauszufinden, was vorgefallen ist. Also wie ich bereits sagte, Chief Inspector, wir kamen im Kaminzimmer zum Tee zusammen. Kathleen und Charles waren schon da und Arthur hatte gerade den Doktor und den Reverend geholt. Gentlemen! Lady Benton. Lord Benton. Reverend. Miss Crane. Kann ich einen Brandy haben? Und beim zweiten Mal kam er mit dem Tee. Da sah Arthur schon nicht mehr so gut aus. Arthur, um Himmels Willen, reißen Sie sich zusammen. Gift! Gift! Im Stil von Sherlock Holmes versuchen die beiden Ermittler herauszufinden, wer den Mord begangen hat. Sicher ist, dass es jemand der Anwesenden war. Den Tatort Mord unter Misteln könnt ihr heute 20.15 Uhr im Ersten anschauen oder in der ARD-Mediathek streamen. Mit Weihnachten sind wir jetzt durch. Als nächstes begeben wir uns in die fantastische Elfenwelt und lassen uns die Vorgeschichte von The Witcher erzählen. Die Miniserie The Witcher Blood Origin beginnt etwa 1200 Jahre vor der Zeit, in der The Witcher spielt. Die Herrschaft eines grausamen Kaiserreichs in der Welt der Elfen wird immer größer. Um es aufzuhalten, sollen sich 7 Krieger und Kriegerinnen zusammentun und die Zukunft retten. Ich habe geschworen, euch zu töten, wenn sich unsere Wege wieder kreuzen. Wie können wir uns vertrauen? Mit Blut. Wir haben eine Chance, wenn wir uns zusammentun. Die Monolithe verursachen Risse zwischen den Welten. Ein Portal. Das Ende unserer Welt steht bevor. Monolithe, riesige Steine, die die Balance zwischen den parallelen Welten halten, werden rissig. Dadurch öffnen sich die Welten und verschmelzen miteinander. Monster und Menschen können in die Elfenwelt eintreten. Das Prequel The Witcher Blood Origin hat 4 Episoden und soll mehr Hintergrundwissen über die Gegebenheiten von The Witcher liefern. The Witcher Blood Origin könnt ihr jetzt bei Netflix gucken. Zu guter Letzt kommen wir noch zu der Fortsetzung des Horrorfilm-Klassikers Shining. Darin ging es ja um Danny, der übernatürliche Dinge wahrnehmen kann, das sogenannte Shining. In der Fortsetzung Dr. Sleeps Erwachen spielt Ewan McGregor den nun erwachsen gewordenen Danny. Viele Jahre war er Alkoholiker, um seine übernatürlichen Fähigkeiten zu unterdrücken. Nachdem er den Absprung geschafft hat, lebt er jetzt in New Hampshire. Hier macht ihn Abra ausfindig, ein junges Mädchen, das seine Hilfe braucht. Du hast die Gabe, wie ich. Ich weiß nicht, ob es eine Gabe ist. Ich kannte es immer als das Shining. Die Welt ist ein hungriger Ort. Ein gefährlicher Ort. Diese Leute tun Menschen wie uns weh. Und sie haben dieses Mädchen bemerkt. Ach, na hallo. Abra wird von der Gruppe Wahre Knoten entführt, die ähnlich wie Vampire die Shining-Kräfte von Menschen aussaugen. Danny muss alles tun, um Abra zu schützen.
Der Film Dr. Sleeps Erwachen basiert auch auf dem Bestseller von Stephen King. Der Film hat sehr gute Kritiken bekommen, soll aber nicht so gruselig sein wie die Stanley Kubrick-Verfilmung Shining. Dr. Sleeps Erwachen könnt ihr ab heute bei Prime Video sehen. Das waren unsere Feiertagstipps für heute. Wir versorgen euch in den nächsten Tagen mit neuen Tipps. Damit ihr die nicht verpasst, folgt diesem Podcast kostenlos in eurer Podcast-App. Oder hört die neueste Folge immer auf eurem Smart Speaker von Amazon. Dafür einfach den kostenlosen Detektor FM Skill aktivieren und Alexa nach Was läuft heute von Detektor FM fragen. An dieser Folge haben Claudia Peissig und Florian Drexler mitgearbeitet. Ich bin Michelle Paulina Kolberg und sage Tschüss und bis bald. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast-Radio Detektor FM.